Herr Präsident, werte Abgeordnete, die schulpsychologische Beratung ist bereits gesetzlich in § 17 Absatz 2 des Schulgesetzes geregelt. Die nähere Ausgestaltung vollzieht sich nach der Verwaltungsvorschrift schulpsychologische Beratung. Sachsen braucht also kein Konzept zur schulpsychologischen Beratung. Im Übrigen sind Sie bei dieser Staatsregierung auch an der falschen Adresse, denn Sie fordern ja ein Konzept, mit dem schulpsychologische Beratung langfristig garantiert und ausgebaut werden kann. Wie wir etwa am aktuellen Beispiel der sächsischen Schulen, Stichwort Lehrermangel, sehen können, kann die Staatsregierung weder langfristig planen, noch kann sie irgendwas ausbauen. Aber kommen wir zu Ihrem Antrag. Erstens, Sie fordern eine wirkungsvolle und frühzeitig einsetzende schulpsychologische Beratung. Nach Nummer 4.1 der Verwaltungsvorschrift werden Schulpsychologen im Rahmen, wie vorhin schon gesagt worden ist, ihrer Aufgabenschwerpunkte auf Veranlassung von Lehrern, Schulleitern oder Mitarbeitern der Schulaufsicht oder auch auf unmittelbare Anforderungen von Schülern oder Sorgeberechtigten beratend tätig. Ich finde, das ist schon relativ frühzeitig. Und dass Schulpsychologen wirkungsvolle Arbeit leisten, davon gehen wir auch stark aus. Es sind ja schließlich keine Seiteneinsteiger, sondern Diplompsychologen, die für schulische Anliegen spezialisiert sind. Zweitens. Weiter fordern Sie, den steigenden Bedarf an psychologischer Beratung in allen Schularten entsprechend differenziertes Beratungsangebot. Meine Damen und Herren von den Linken, wenn Sie aus dem Umstand steigender Schülerzahlen einen größeren Bedarf an schulpsychologischer Beratung ableiten, dann ist das grundsätzlich nicht falsch. Falls Sie allerdings meinen, der Bedarf würde allein aufgrund des unübersehbaren Anstiegs von schulpflichtigen Migranten zunehmen, dann ist es falsch. Denn Schulpsychologen arbeiten nicht als Therapeuten, sie nehmen lediglich beratende, diagnostische und präventive Aufgaben wahr. Wenn Sie die Vorschrift gelesen hätten, dann wüssten Sie das auch. Und wenn Sie genau wissen wollen, wie Kinder mit Kriegstraumata in Sachsen behandelt werden, dann lesen Sie einfach mal die kleine Anfrage der AfD-Fraktion mit der Drucksachnummer 6/4010, da ist das alles beschrieben. Drittens, in Ihrem Anstrichen 3 und 4 fordern Sie, einfach gesagt, mehr Schulpsychologen. In Ihrer Begründung zitieren Sie den Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Psychologen, Professor Dr. Michael Krämer, der meinte, dass lediglich 3 Bundesländer die 1973 von der Kultusministerkonferenz empfohlene Mindestversorgung von einem Schulpsychologen auf 5000 Schüler erreichen. Aus der Antwort der Staatsregierung auf eine kleine Anfrage Ihrer Fraktion, Drucksache 5/474, geht hingegen hervor, dass der Bundesverband Deutscher Psychologen einen Schlüssel von 1:12.500 für ausreichend erklärt. Von 1:12.500 auf 1:5.000, das ist schon inflationär. Im Übrigen sind Erhöhung der Stellenzahl von Schulpsychologen alles Dinge, die im Rahmen einer Haushaltsverhandlung geklärt werden müssen. Bringen Sie mal einen ordentlichen Antrag diesbezüglich mit konkreten Zahlen ein, dann kann man sehen, ob wir dieser Forderung folgen. Was hier fehlt, ist ein Auftrag zur Auswertung eines tatsächlichen Bedarfs an Schulpsychologen. Die ganze Zeit ist erzählt worden, wie wichtig das ist, aber eine konkrete Auswertung dazu, wo tatsächlich der Bedarf liegt und wie viele es sind, das ist bis jetzt nicht erfolgt. Ja, ich habe da nicht gehört, wie viele Schulpsychologen Sie tatsächlich brauchen. In Ihrem fünften Punkt fordern Sie schulnahe verwaltungsorganisatorische Einbindung der Schulpsychologen, Beratung und des entsprechenden Fachpersonals. Die Schulpsychologen werden ausreichend durch Schulleiter und Lehrer unterstützt und arbeiten zudem eng mit Beratungslehrern zusammen. Die Beratung soll im Übrigen schulnah erfolgen. Auch das wird bereits durch die Verwaltungsvorschrift bestimmt. Hier braucht man ebenso kein Konzept allenfalls. Eine wissenschaftliche Erhebung, ob alles in der Praxis so funktioniert, wie es tatsächlich in der Vorschrift beschrieben ist. Den sechsten Anstrich Ihres Antrags brauchen wir eigentlich auch nicht mehr zu besprechen, denn aus der Stellungnahme der Staatsregierung zu Ihrem Antrag geht hervor, dass es ausreichend Aus- und Weiterbildungsangebote gibt. Ich sage es besser nicht, dass Sie sich den Antrag hätten eigentlich schenken können. Ich äußere auch nicht die Vermutung, dass Sie den heutigen Antrag ins Plenum gehoben haben, der über 1,5 Jahre alt ist, weil Ihnen sonst nichts eingefallen ist. Sehr geehrte Kollegen der Linksfraktion, ich habe den Eindruck, Sie wollen hier ein Pflaster auf einen offenen Bruch kleben. Denn die Tatsache, dass wir eine größere Anzahl von Schulpsychologen benötigen, bedeutet, dass wir umfangreiche Probleme in der Gesellschaft haben und in Familien. Und über die reden wir hier nicht. Sie haben es zwar gerade angesprochen, dass so eine Debatte unbedingt nötig sei, aber bis jetzt haben wir die in dem Umfang nicht angestoßen. Mit mehr Psychologen werden wir diese Aufgaben mit Sicherheit nicht lösen. Die AfD-Fraktion ist jederzeit bereit, gemeinsam mit Ihnen auch über ideologische Grenzen hinweg
sich zusammenzusetzen, um an diesen gesellschaftlichen Problemen und Ursachen zu arbeiten. Wir lehnen allerdings Ihren Antrag zum heutigen Zeitpunkt trotzdem ab. Vielen Dank.